Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 53: Das Verschwundene Selbst. Für den regulären Unterricht ab September benötigte Harry etwas ganz Besonderes und er wandte sich daher hilfesuchend an Remus, der ihm bei seiner Suche auch prompt behilflich sein konnte. Remus versicherte ihm, dass im Grimmelplatz 12 eine alte Chippendale-Musiktruhe stehen würde, in der sich erneut ein Irrwicht häuslich eingerichtet hatte. Diese Truhe, denn sie sah eher aus wie eine Art Schrank, mit großen Schubladen hatte Harry mit Leichtigkeit ausfindig gemacht. Er musste sich während seines Aufenthaltes im staubigen Erbe seines Patenonkels das Gezeter von Walpurga Black anhören. Denn nachdem er die Haustür geöffnet hatte, wehte ein starker Wind durch die Eingangshalle, der für einen Moment den samtenen Vorhang in die Höhe hob, welches ihr Porträt bedeckte. Sie keifte und zeterte hinter dem Vorhang weiter und warf mit Beleidigungen um sich, die Harry antrieben, diesen Ort so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Mit der Truhe im Schlepptau machte er sich auf den Weg nach Hogwarts, wo er das Möbelstück im Wohnzimmer abstellte. Nach einem unglücklichen Zwischenfall mit Anne, die staunend das Stückchen kostbare Muggel-Antiquität begutachtet hatte und plötzlich versehentlich ihrem eigenen Irrwicht gegenüberstehen musste, einem jungen Mann mit Irokesenschnitt, der sie grob beleidigte und sie mit einem Messer bedrohte, suchte Harry nach einem Ort in der Schule, an welchem so ein Versehen sich nicht wiederholen würde. Minerva gab ihm den Ratschlag, einen Raum in den Kerkern zu verwenden, der zu Severus' Bereich gehörte. Kurzerhand bat Harry seinen älteren Kollegen, nach Feierabend bei ihm vorbeizuschauen, und gleich darauf verließ er den Frühstückstisch und einen verdutzten Severus. Nach einem erstaunlich ruhigen Unterrichtstag kam Severus der Bitte seines jüngeren Kollegen nach. Auf dem Weg nach oben ins Erdgeschoss grübelte er darüber nach, was Harry wohl von ihm wollen könnte. Es hatte sich den ganzen Tag über bedauerlicherweise keine Möglichkeit ergeben, zumindest einen Anhaltspunkt von seinem Kollegen zu erhalten. Severus hasste es, keinerlei Informationen zu haben, weil er sich somit nicht auf ein bevorstehendes Gespräch vorbereiten konnte. Es würde ihn nicht überraschen, wenn Arthur sich demnächst bei ihm melden würde, um ein Treffen zu vereinbaren, denn er wollte sich noch wegen Tyler erkundigen, dem Attentäter von Miss Baerbaum, den Severus per Legelementik während der Gerichtsverhandlung ausspioniert hatte. Bisher hatte der Minister offenbar keine Zeit gefunden, was Severus untröstlich fand, denn er wollte ihm unbedingt mitteilen, dass er seinen ehemaligen Schüler Gregory Goyle in Tylers Erinnerung gesehen hatte. Mit jemand anderem konnte er nicht darüber reden, allein schon deshalb nicht, damit Arthur nicht in Schwierigkeiten kommen würde. Doch was könnte es sein, weswegen Harry um ein Treffen gebeten hatte? Er könnte alles Mögliche von ihm wollen. Er könnte wegen dem Orden des Phönix ein Gespräch mit ihm suchen. Oder Severus wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Harry die Tür in dem Moment öffnete, als er gerade anklopfen wollte. Aufgeregt fasste Harry sich an die Brust, weil er sich erschrocken hatte. Severus! Gut, dass Sie da sind. Ich wollte eben schauen, ob ich Sie schon auf dem Gang sehe. Nachdem Severus hereingebeten worden war, fiel ihm sofort die räumliche Veränderung auf. Mitten im Raum stand ein hüfthoher, dunkelbrauner Schrank mit vier Schubladen.
In einer Ecke des Wohnzimmers erblickte Severus ein wenig Chaos, denn dort waren mehrere große Kisten abgestellt. Offenbar war Harry dabei, ein wenig umzuräumen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Harry? Möchten Sie erst eine Tasse Tee? Ach nein, um die Zeit bevorzugen Sie ja etwas anderes. Dann einen Schluck Wein? Fragte Harry, der bereits für sich und seinen Kollegen ein Glas von dem Weißwein einschenkte, den er von Minerva zu Weihnachten erhalten hatte. Nachdem er Severus das Glas gereicht hatte, erklärte Harry: Minerva sagte, Sie hätten bestimmt einen Raum in den Kerkern, den Sie nicht nutzen würden. Ich wollte fragen, ob ich dort etwas unterstellen dürfte. Die Kerker stehen mir komplett zur Verfügung. Bis auf einen Raum, in dem Filch seine Reinigungsutensilien aufbewahrt und einen Raum, in welchem ausrangierte Möbel stehen, hat sonst kein Lehrer Verwendung für kühle, feuchte Zimmer. Sagte Severus, der am Ende seines Satzes eine Augenbraue hob und Harry somit aufforderte, zu offenbaren, weswegen er einen Raum benötigen würde. Harry zeigte mit einer Bewegung seines Kopfes hinüber zur Musiktruhe und sagte: Da ist ein Irrwicht drin und es gab schon einen Zwischenfall. Ich möchte den Schrank nicht hier stehen lassen. Wenn im Kerker sowieso kaum jemand etwas abstellt, wäre das doch der ideale Platz. Da könnte ich den Schrank zwischenlagern, damit kein Schüler versehentlich Bekanntschaft mit seiner größten Angst macht. Darf ich den Schrank in den Kerkern lagern? Es gab schon einen Zwischenfall? Fragte Severus mit zusammengezogenen Augenbrauen. Ja, Anne hat sich den Schrank angesehen. Sie meinte, es wäre eine Antiquität. Chippendale ist ein Möbelstil in der Muggelwelt, wissen Sie? Sie hat aus Versehen den Irrwicht befreit und... Harry hielt inne, doch Severus forderte ernsthaft und mit großem Interesse. Oh, bitte. Erzählen Sie mir, welche Form ein Irrwicht bei einem Muggel annehmen kann. Es war der Mann, der sie einmal überfallen hat. Sie hat im Nachhinein erzählt, dass sie mal in der U-Bahn... Aufgrund des fragenden Blicks erklärte Harry kurz, das ist ein Beförderungsmittel bei den Muggeln. Sie ist in der U-Bahn von einem jungen Mann überfallen worden, der ihr ein Messer an die Kehle gehalten hat. Diese Gestalt, dieses Typen, hat der Irrwicht angenommen. Severus dachte einen Moment lang nach und sagte nach einer Weile, nachdem beide bereits auf dem Sofa Platz genommen hatten und jeder seinen Wein gekostet hatte. Der beste Platz wäre mein Privatbüro. Die Slytherins sind äußerst erfolgreich darin, Türen zu öffnen. Bei den meisten Räumen ist es mir egal, wer die Schutzzauber durchbricht und dort seine Nase reinsteckt, aber die von mir intensiv genutzten Räume sind sicher vor jeglicher Art von unbefugtem Zutritt. Ich möchte nicht riskieren, dass ein Schüler aus meinem Haus... Kein Problem, wenn Sie der Schrank nicht stört und er keinen Platz wegnimmt. Ich kann Ihnen morgen vorbeibringen, wenn Sie Zeit haben, schlug Harry vor. Sie unterhielten sich beide noch ein wenig über das Thema Irrwicht, bis Harry das Gespräch auf Schüler und dann auf Kinder an sich lenkte. Er erzählte seinem älteren Kollegen, wie sehr er Kinder mochte. Doch bemerkte er auch, dass Severus sich beim Thema nicht wohlzufühlen schien. Ehrlich gab Severus zu, dass Kinder ihm nicht allzu viel bedeuten würden. Hier stutzte Harry, bevor er fragte, »Hab ich das missverstanden? Sind Sie nun Dracos Pate oder nicht?« Nachdem Severus genickt hatte, sagte Harry lächelnd, aber vorsichtig: Würde mich wirklich mal interessieren, wie Sie sein Pate geworden sind. Ich meine, wenn Sie mit Kindern eigentlich nichts anfangen können, warum? Severus unterbrach ihn und schilderte: Es war eine Ehre, von einem wohlhabenden und angesehenen Ehepaar gebeten zu werden, der Pate ihres Erstgeborenen zu werden. Das ließ mich nicht lange zögern. »Wie alt waren Sie?«, fragte Harry neugierig. Severus erklärte ihm, dass er 20 Jahre alt gewesen wäre, fragte aber auch nach, warum es ihn so sehr interessiere, und dies mit hörbarem Misstrauen in der Stimme, was Harry klar machte, nicht so grob in der Vergangenheit herumstochern zu dürfen. »Ach,
Nur so. Sich mit 20 darüber bewusst zu sein, für das Patenkind sorgen zu müssen, wenn den Eltern etwas zustoßen sollte, ist schon bemerkenswert, finde ich. Sagte Harry lobend. Doch Severus schnaufte nur einmal, als wolle er damit sagen, dass er sich damals keinesfalls über seine Pflichten als Pate bewusst war. Harry nippte an seinem Wein und blickte sich in seinem Wohnzimmer um, bis er mit den Augen an den Kisten hängen blieb, die die alten Sachen von Sirius und die seiner Eltern beinhalteten. Er hatte sie dort abgelegt, damit er sie demnächst mal komplett durchforsten konnte. Die oberste Kiste hatte er erst gestern hinzugestellt, denn da waren die wenigen Habseligkeiten verstaut, die er von den Dursleys mitgenommen hatte und die er in den nächsten Tagen durchschauen und sortieren wollte. Bevor Harry das Falsche bezüglich Severus' Vergangenheit fragen würde, wechselte er das Thema und sagte fröhlich: »Ich habe übrigens Bilder von Ihnen gefunden. Wollen Sie sie vielleicht mal sehen?« Ohne auf eine Antwort zu warten, stand Harry bereits auf und ging zu den Kisten hinüber. Sie waren übereinander gestapelt, weswegen er seinen Zauberstab zückte, um die oberste Kiste mit den Dingen aus dem Ligusterweg per Levitation zu bewegen, damit er an die untere von seinen Eltern herankommen könnte. Severus folgte ihm erst mit den Augen, erhob sich jedoch gleich darauf von der Couch und kam einen Schritt auf Harry zu. »Das ist nicht notwendig«, warf er etwas zu bestimmt ein, denn er sprach sehr laut und klang ziemlich verärgert. Harry war über den Tonfall so erstaunt, dass er sich abrupt umdrehte und somit die Kontrolle über die Pappkiste verlor. Die Kiste stieß leicht an Severus' Oberarm, plumpste seitlich vor dessen Füßen und verteilte den Inhalt vor ihm auf den Boden. »Tut mir leid«, Harry hielt mit seiner Entschuldigung abrupt inne, als er Severus' schockierten Gesichtsausdruck erblickte. Sein Kollege starrte mit weit aufgerissenen Augen und offen stehendem Mund zu Boden, auf dem sich der ausgekippte Inhalt der Kiste verteilt hatte. Doch es war nicht das aufgeschlagene Fotoalbum mit Bildern seiner Eltern, welches ihm Hagrid Ende des ersten Schuljahres geschenkt hatte. Auch nicht die Spielfiguren von berittenen Cowboys und Indianern unter Harrys alten Schulsachen, auf die Severus seinen Blick gerichtet hatte. Es war der Teil einer kleinen, beigefarbenen Decke mit blauen, roten und gelben Quer- und Längsstreifen, die kontrastreich auf dem schwarzen Schuh ruhte. Mit dem anderen Fuß war Severus bereits einen Schritt zurückgewichen, als wollte er fliehen. Doch es schien fast, als wäre der Schuh, auf dem der Teil der Decke lag, am Boden festgenagelt. Hörbar verschnellerte sich Severus' Atmung, sodass dessen Nasenflügel bebten. Sein Gesicht war weiß wie eine Kalkwand und sein Körper schien wie versteinert. »Severus?« fragte Harry vorsichtig, doch der war nicht ansprechbar. Er bemerkte, wie Severus versuchte, seinen Fuß unter der Decke hervorzuziehen, doch er schaffte es nicht. »Severus?« fragte er diesmal lauter, aber noch immer reagierte sein Kollege nicht. Stattdessen standen ihm bereits kleine, fast unscheinbare Schweißperlen auf der blassen Stirn. Und Severus atmete nun nicht mehr durch die Nase, sondern heftig durch den Mund, was Harry sehr besorgte. Harry blickte hinunter zur Decke. Er maß dem Stück Stoff nicht viel Bedeutung bei, nur so viel, dass diese Decke das einzige darstellte, das von Anfang an ihm allein gehört hatte. Er konnte sich nicht erklären, warum Severus so seltsam reagierte, und so tat Harry das Einzige, was ihm einfiel, um Severus zu befreien. Er hob seinen Stab und zauberte die Decke zurück in die jetzt leere Kiste. Auf der Stelle, wie er es gehofft hatte, regte sich sein Kollege wieder, nachdem die Decke aus seinem Blickfeld verschwunden war. Doch er wirkte weiterhin sehr mitgenommen.
Severus? Fragte Harry zum dritten Mal. Und erst jetzt blickten ihn die sonst immer so pechschwarzen Augen an, die nun mit einem Male einen ungewöhnlichen, braunen, warmen Schimmer in sich bargen. Ohne dass Severus sich zu diesem Vorfall äußerte, wandte er sich schlagartig von Harry ab und stürmte aufgebracht zur Tür hinaus. Nach einer Schocksekunde eilte Harry ihm hinterher. Auf der Treppe in die Kerker wäre er beinahe gefallen, doch er schaffte es noch rechtzeitig, sich am Geländer festzuhalten. Harry durfte ihn nicht aufhalten, indem er ihm am Arm herumriss, wie er es schon einmal getan hatte, denn Severus sagte damals, er solle ihn nicht anfassen. So blieb ihm keine andere Wahl, als ihm schnell hinterherzulaufen und ihn währenddessen beim Namen zu rufen. Doch Severus blieb einfach nicht stehen. Er lief weg, und es erweckte den Anschein, als liefe Severus nicht vor ihm, sondern vor etwas anderem davon. All seine Kraft zusammennehmend sprintete Harry wie ein Olympiasportler hinterher, so dass er tatsächlich Severus überholen und sich einfach vor ihn stellen konnte. Als sein Kollege ihn erblickte, hielt er abrupt inne und stürzte sich schnaufend mit einer zittrigen Hand an dem kalten Mauerwerk der Kerker ab. Etwas aus der Puste gekommen, fragte Harry besorgt. Severus, was ist denn geschehen? Severus atmete sehr hastig und stockend, aber nicht, weil er gerannt war. Doch er riss sich zusammen und antwortete, während er es vermied, Harry in die Augen zu sehen. Es geht schon, ich fühle mich nur etwas. Er suchte nach einem Wort und fügte nach einem Moment hinzu. Indisponiert. Der Zaubertränkelehrer wollte Harry bereits passieren, als der ihn nun doch ganz zaghaft am Oberarm berührte, nicht festhielt, und mit leiser Stimme sagte, »Irgendwas ist doch mit Ihnen. Ich bin doch nicht blind, Severus. Bitte sagen Sie mir, was los ist.« Als Severus aufblickte, fielen Harry erneut die dunklen Iriden seines Kollegen auf, die jetzt so außergewöhnlich warm flimmerten, wie er es noch nie zuvor bei ihm gesehen hatte. Sie erinnerten ihn ganz plötzlich an die liebenswerten Augen von Hagrid. Schon im ersten Schuljahr hatte Harry in Gedanken einmal die dunklen Augenfarben der beiden Männer verglichen, doch damals konnten die frostigen Augen von Severus nicht gegen Hagrids ankommen, die so viel Güte ausstrahlten. Bisher hatte Severus nicht geantwortet, doch er war auch nicht im Begriff, seinen Weg fortzusetzen, so dass Harry ehrlich anbot. »Ich möchte Ihnen helfen, Severus. Sagen Sie mir nur, wie ich das kann.« Severus schluckte hörbar und zitterte unmerklich am ganzen Leib, bevor er mit flüsternder Stimme verzweifelt entgegnete. »Ich weiß nicht wie, Harry.« Die noch nie dagewesenen, warmherzigen Augen blickten Harry eindringlich an und erflehten geradezu Hilfe, doch Severus wiederholte lediglich, noch leiser als zuvor. »Ich weiß nicht wie.« Harry wusste, dass er handeln musste. Er war sich im Klaren darüber, dass Severus momentan wieder anders war. Irgendetwas musste ihn vorhin aus der Bahn geworfen haben, musste ihn überwältigt haben, sodass er jetzt nicht mehr der Alte war, selbst wenn er es sein wollte. Doch Harry war völlig hilflos. Denn ohne einen Anhaltspunkt könnte er nichts anderes machen, als ihm jetzt beizustehen, was auch immer Severus gerade durchlebte. Es kam schon selten genug vor, in Severus Mimik überhaupt einmal ein Gefühl erkennen zu können. Doch momentan schien sein Kollege von so vielen Empfindungen auf einmal heimgesucht zu werden, so dass Harry lediglich bitten konnte. »Sagen Sie mir, was in Ihnen vorgeht?« Sachte schüttelte Severus den Kopf, doch Harry bestand mit seiner ruhigen Art
auf eine Antwort, indem er mit friedvoller, vertrauter Stimme erklärte: Wie soll ich Ihnen denn helfen können, wenn ich nicht weiß, was mit Ihnen ist? Sie wissen es doch selbst nicht, Severus. Bitte, sagen Sie mir, was jetzt anders bei Ihnen ist als sonst. In den wenigen Minuten, die Severus benötigte, um sich zu sammeln, betrachtete Harry sein Gegenüber genau. Die Schweißperlen auf der Stirn waren bereits verdunstet. Doch Severus wirkte durchaus nicht weniger aufgewühlt als zuvor. Noch immer atmete er heftig und er zitterte unaufhörlich. Harry konnte einen kurzen Blick auf den sonst immer durch den Stehkragen verdeckten Hals erhaschen und er bemerkte die schnell pulsierende Stelle, unter der sich die Halsschlagader verbarg. Harrys Geduld hatte sich ausgezahlt, denn endlich konnte der Zaubertränkelehrer sich dazu durchringen, zumindest zu versuchen, auf Harrys Bitte hin eine Antwort zu geben. So leise wie das Surren eines Insekts, sagte Severus stockend, als wollte er mit Bedacht die richtigen Worte finden. Da ist... Severus' linker Arm zuckte kurz, bevor er fortfuhr. So ein Druck. Severus' Augenbrauen zogen sich zusammen, als würde das, was er eben beschrieben hatte, ihm sogar physische Schmerzen bereiten. Mit einfühlsamer Stimme, fast hauchend, fragte Harry: Wo? Wieder zuckte sein linker Arm, bevor Severus ihn leicht anhob und zögerlich mit seinen Fingerspitzen federleicht auf die Stelle deutete, an der sich sein Herz befand. Harry glaubte genau zu wissen, welches Gefühl Severus beschrieben hatte. Es konnte sich nur um so ein Gefühl handeln, wie er es selbst hatte ertragen müssen, als er um Cedric, Sirius und Albus trauerte. Was sonst könnte der Zaubertränkemeister mit Druck meinen? Doch was war es gewesen, das dieses Gefühl in Severus ausgelöst hatte? Verständnisvoll nickte Harry, bevor er abermals eine Hand auf Severus' Unterarm legte und ihm anbot: Ich werde Sie auf Ihr Zimmer begleiten. Kommen Sie. Das wird schon wieder. Severus gestattete die Berührung am Arm und ließ sich willig zu seinem Zimmer begleiten. Wie einen alten, gebrechlichen Mann führte Harry ihn am Oberarm stützend durch die Kerker, bis sie an dem Porträt angelangt waren. Das Gemälde von Salazar öffnete kommentarlos den Eingang, wenn auch der Gründer über Severus' Anblick sehr erschüttert schien. Severus hatte kein weiteres Wort gesprochen, während die beiden nebeneinander gegangen waren. Er ließ sich von Harry zur Couch führen und setzte sich. Wortlos nahm er das Glas Feuerwhisky entgegen, von welchem er jedoch nicht trank. Starr blickte er auf einen Punkt auf den Tisch vor sich, und so verharrte er versteinert und regte sich nicht einmal, als Harry sich neben ihn setzte und ihn von der Seite mit bekümmertem Gesichtsausdruck betrachtete. Der Hund kam winselnd angeschlichen, setzte sich vor Severus und legte den weißen Kopf mit den hängenden Ohren auf dessen Knie. Doch Severus rührte sich auch jetzt nicht. Besorgt fragte Harry, auch wenn er sich dabei etwas dumm vorkam: Das ist aber kein Herzinfarkt, oder? Ich meine, das würde sicherlich ganz anders aussehen. Um Harry zu beruhigen, schüttelte Severus verneinend den Kopf, bevor Harry nochmals eine Frage stellte: Möchten Sie vielleicht zu Poppy? Ich würde Sie begleiten. Mit ermattet und hoffnungslos klingender Stimme flüsterte Severus: Poppy kann mir nicht helfen, Harry. Die Antwort machte Harry stutzig, weswegen er es nicht lassen konnte, mitfühlend zu fragen: Sie sind aber nicht schwer krank, oder? Wieder verneinte Severus wortlos. Den Whisky hatte Severus bisher nicht ein einziges Mal angerührt,
weswegen Harry ihm das Glas wieder aus der Hand nahm und es auf den Tisch stellte, worüber Severus sich nicht beschwerte. Die beiden Männer saßen eine ganze Weile still nebeneinander auf der Couch, und in dieser Zeit bemerkte Harry, dass sein Kollege zwar nicht mehr heftig atmete oder stark zitterte, sondern allgemein ruhiger geworden war. Doch dass der Druck, von dem er gesprochen hatte, noch immer auf ihm zu lasten schien. Severus war sichtlich niedergeschlagen. »Ist der Druck noch da?«, fragte Harry kleinlaut, weil er befürchtete, sein Kollege würde ihn wegen seiner lästigen Fragerei womöglich für aufdringlich halten. Ein Nicken war die bejahende Antwort auf die Frage, weswegen Harry, dem seine eigene Hartnäckigkeit langsam selbst unangenehm wurde, noch die wichtige Frage stellte: »Wissen Sie, was das ausgelöst hat?« Für einen Moment schien Severus den Atem anzuhalten, bevor er kurz und knapp erwiderte: »Die Decke.« Er wollte offenbar mehr sagen, doch er hielt inne. Harry kam nicht dazu, weitere Fragen zu stellen, denn Severus bat ihn mit ausgelaugt klingender Stimme: »Würden Sie mir einen Gefallen tun, Harry?« »Ja, natürlich«, antwortete Harry wie aus der Pistole geschossen. »Würden Sie in mein Labor gehen, um es Granger nach Hause schicken? Ich vermag heute nicht mehr zu arbeiten.« Harry nickte, obwohl er diese Bitte beängstigend fand, denn Severus hatte in den ganzen Jahren, die Harry in Hogwarts zur Schule gegangen war, kein einziges Mal wegen Krankheit gefehlt. Fürsorglich fragte er seinen schwermütigen Kollegen: »Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Soll ich vielleicht noch einen Moment hierbleiben oder später nochmal nach Ihnen schauen?« Abermals schüttelte Severus den Kopf, bevor er leise bat: »Vielleicht wäre es besser, wenn Sie mich jetzt alleine lassen.« Einen enttäuschten Seufzer konnte Harry nicht unterdrücken, denn alleingelassen werden war besonders bei deprimierten Menschen ein Wunsch, den er nur sehr ungern erfüllen wollte. Doch Harry war lange genug aufdringlich gewesen und verabschiedete sich daher von ihm und wünschte Severus eine gute Besserung, wenn er auch im Dunkeln tappte, was seinem Kollegen wohl fehlen mochte. Einige Zimmer weiter öffnete Harry die Tür zum Labor, in welchem Hermine bereits Zutaten zerkleinerte. Ohne aufzublicken, sagte sie enthusiastisch: »Hallo, Professor Snape, wie wäre es, wenn wir heute mit dem...« Erst jetzt blickte sie freudestrahlend auf, doch sie verstummte und ihr Lächeln verblasste, als sie ihren besten Freund erblickte. »Harry, was machst du denn hier?« Sie betrachtete ihn und bemerkte sofort, dass ihm etwas fehlte, weshalb sie alles stehen und liegen ließ, sich ihrem Freund näherte und besorgt fragte: »Was ist denn nur passiert, Harry? Du siehst völlig fertig aus.« Er setzte sich auf einen dreifüßigen Schemel, der am Arbeitstisch stand, und erklärte bedrückt: »Ich komme eben von ihm, Hermine. Er sieht gar nicht gut aus. Ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist, aber...« Sie unterbrach ihn und fragte neugierig: »Er ist im Moment wieder in diesem Ausnahmezustand?« Harry bejahte wortlos, weshalb sie besorgt fragte: »Er hat dir doch nichts getan, oder, Harry?« Er verneinte, kopfschüttelnd, bevor er entkräftet Severus' Botschaft ausrichtete und sagte: »Er hat mich gebeten, dich nach Hause zu schicken, Mine. Er fühlt sich nicht besonders. Ich glaube, er leidet.« Harry fasste sich an die Stirn und schloss die Augen, bevor er hinzufügte: »Ich glaube, ich fühle mich auch nicht wohl.« Nachdem Harry einmal aufgeseufzt hatte, spürte er plötzlich einen warmen Körper und Arme, die ihn beherzt drückten. Hermine gab ihm das, was in solchen Momenten immer am besten half: eine liebevolle, kräftige Umarmung. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction
Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.